Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video und zu einer weiteren Folge von Naruto. Ich habe gerade eben die letzte Folge aufgenommen. Ich bin aber so gehypt, dass ich jetzt noch eine aufnehmen will. Und ja, Freunde, wir müssen ganz kurz für all die Unwissenden, die jetzt vielleicht das erste Mal potenziell einschalten, natürlich mal wieder ganz kurz sagen, inwiefern ihr das Ganze hier guckt. Ja, Freunde, ihr seht jetzt gerade hier dieses Video, was ich jetzt hier habe. Gehen wir davon aus, dass das dieses Video ist, was ihr gerade guckt. Ihr macht einfach einen Doppelrechtsklick drauf. Geht dann auf Bild im Bild, dann habt ihr das im YouTube-Modus hier von YouTube selber eine Funktion übrigens, dass ihr auf andere Webseiten gehen könnt, wie eben Netflix. Und dieses Video hier, was ihr gerade von mir seht, als Facecam hier hinpacken könnt. Dann drückt ihr dort auf Play, drückt hier auf Play und schon habt ihr das Video so, wie es sein soll, Freunde, ja. Gut, ich bin gespannt, Freunde. Die letzte Folge war fucking krass, das Ende. Naruto hat den neunschwänzigen Fuchs beschworen. Glaube ich, dass er schon voll da ist, ich weiß es aber auch nicht. Ich bin, keine Ahnung wie, aber ich bin einfach gerade so gehypt, Alter. Und ich freue mich wirklich, wirklich doll jetzt auf die nächste Folge. Und ich hoffe einfach, dass Haku besiegt wird, dass wir einfach mal wieder so ein Point Even haben, wo wir sagen können, okay, Haku und Zabuza sind erstmal wieder weg. Wir können erstmal wieder chillen, eine Folge Friede, Freude, Eierkuchen, wieder ein bisschen Chillomillo machen. Ich muss sagen, ich mag das schon, diese Fighting, dass es jetzt ein bisschen interesting wird und so. Aber ich brauche auch zwischendurch so Folgen, wo es gekühlt wird. Deswegen wollte ich auch die Filler-Folgen nicht auslassen. Weil ich brauche zwischendurch so Folgen, wo es ein bisschen runterkommt, das Tempo vielleicht ein bisschen rausgenommen wird, wisst ihr. Deswegen, Freunde, ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir schauen zusammen rein. Die Folge geht 23 Minuten und 24 Sekunden. Wir drücken zusammen auf Play. In 3, 2, 1, go. Leute, ich bin echt gespannt. Ich brauch noch Wasser. Haben wir hier noch Wasser irgendwo? Leute, ich bin gleich wieder bei euch. Leute. Damn it, was eine geile Folge war das denn gestern? Das Einzige, ich hoffe echt noch, wie gesagt, auf eine Sakura-Folge. Dass ich einfach Sakura lieben lerne, Alter. Das würde ich mir persönlich wünschen. Und dass sie zumindest mal irgendwas Usefules macht, so wisst ihr, wie ich meine? Das ist alles, was ich mir wünsche. TV Tokyo. Alter. Fucking episch. Haku immer noch größter Creep, den ich kenne. Och Leute, warum ist es so gut? Das sieht ja auch krass aus einfach. Der Boden wird aufgerippt sogar, Leute. Der Boden wird aufgerippt. Damn it. Guckt in sein Gesicht, Alter. Doch die Adern und alles. Leute, ich bin dabei. Ich bin dabei, Leute. Verpiss dich, Haku, mit deinen scheiß Nadeln. Kannst nichts machen. Oh.
Yo. Okay, es ist zu OP einfach. Schleudert den Typen irgendwo gegen, Alter. Es ist ripped, Bro. Ah. Eine kleine Menge? Eine kleine Menge war das nur? Kleine Menge war das nur, Digga. Alter, bitte töte den Typen. Schau dir diese Augen. Oh ja, oh ja. Bitte tu es wirklich. Pure Befriedigung, Leute. Pure Befriedigung. Ein kompletter Hit in die Fresse. Oh. Oh ja, die Maske ist auch komplett zerrippt, Alter. Oh, episch. Episch. Ja, jetzt muss die Maske so zerfallen und runterfallen. Bitte. Oh, da war sogar Blut zu sehen. Ehre. Was eine Befriedigung. Hat er noch mal richtig? Er hat nicht. Hat er? Hat er gestoppt? Hat er. Okay, er hat gestoppt. Der wäre tot gewesen. Digga, Haku wäre tot gewesen. Der wäre dead. Der wäre anders dead gewesen, Mann. Boah, Bruder, jetzt hätte ich den so eine reingehauen nochmal. Real Talk. Er hätte es verdient, nach dem Spruch hätte er es verdient. Jeden Zehner. Oh ja, Ehre. Och, Ehre. Gut, Bruder, also. Jo, der macht dann echt aggressiv einfach. Der Weg ist das Ziel. Ja, der ist ganz crazy, Mann. Das Ding ist, Abu hat ihm halt geholfen.
Als er niemanden hatte. Die Feuernation kam und alles änderte sich. Ey, die Animation hat 1000 Euro gekostet damals. X-Men-Style. Real Talk. Avatar, wir sind echt jetzt da. Oh, yo. Krass. Krass. Krass, Mann. Ja.
Das, was ich halt meinte. Die falsche Person war für ihn da. Haku ist eigentlich echt ein guter Mann. Er ist eigentlich ein echt guter. Ich wusste, ich habe es ja schon in den letzten Folgen gesagt. Krass. Er hat ihm seinen Lebenssinn zurückgegeben, so. Leider war es die falsche Person. Grüße genauso an Jordan. Aber krass, also wirklich, Real Talk Haku ist ein guter Junge. Er hat das Herz am rechten Fleck auf jeden Fall. Heftige Vergangenheit von ihm. Heftige Vergangenheit von ihm. Krass. Haku ist echt ein Ehrenmann eigentlich sogar. Krass, Mann. Gänsehaut, Mann. Gänsehaut. Yo, Kakashi, Bruder. Was hat Kakashi gemacht, Digga? Was? Hat er so, kann er Tiere kontrollieren dadurch oder wie? Oder hat er die gespawnt? Ich glaube, er hat die nicht gespawnt. Die hat er controlled jetzt dadurch. Also gerufen, so mäßig. Was? Wie geil ist das denn? Fivehead einfach. 300 IQ. Lol. Lol. Heftig. Ich wusste, man kann nicht Kakashi auf die gleiche Schulter nehmen, so. Heftig. Heftig, Mann.
Die Hunde sind krass heftig. Palpatine, Bruder. So eine Energiekugel, Mann. Ja, Mann. Hey, ich bin auch Mensch. Oh, was ein Babaspruch. Kakashi geht auf Ernst. Ja, wird er nicht machen, obvious, wird er nicht machen. Keine Maschine, Bro. Er hat halt einen Nutzen bekommen. Einen Sinn zum Leben bekommen. Ja, genau. Das ist das Problem. Die falsche Person hat ihm halt diesen Sinn gegeben. Muss los, Bruder, denkt sich das Häschen. Hä? Dead, oder was? Na okay, lebt noch. Das ist schon sad, Alter. Nein, hilft uns beiden gar nicht. Immer sind die Folgen zu Ende, wenn ich Lust habe zu gucken, Alter. Okay. Heftige Background-Story zu Haku bekommen. Ich wusste schon, ich hab mir schon gedacht, Mann, der ist im Herzen ein Guter, der ist kein schlechter Mensch. Ein schlechter Mensch war in der falschen Zeit gut zu ihm. Das war das Einzige. Boah. Geile Folge. Kakashi geht ernst. Die Hunde sind heftig. Die Hunde sind heftig. Also es sind seine Hunde. Die Frage ist natürlich, nee, das Jutsu hieß irgendwas mit Geist. Also ich denke, die Hunde. Ich habe halt erst überlegt, hat er die jetzt gespawnt? Oder sind das wild lebende Hunde, die er jetzt gerufen hat, so mit so einem Sound oder whatever. Aber das sind keine realen Hunde, das sind so Geisterhunde irgendwie, die nur kommen, wenn er eben das Jutsu aktiviert, denke ich mal. Die sind fucking awesome. Die mag ich, vor allem den fetten braunen Hund oben drauf, Bruder. Die mag ich gerne, die Hunde sind geil, Mann. Jetzt hat er so eine Blitzkugel gemacht, fühle ich. Kakashi zeigt endlich mal ein bisschen was von seiner Power. Und ich habe mir schon gedacht, dass Zabuza ihn unterschätzt hat. Er hat die ganze Zeit, die ganze letzte Folge abtrünnig und abwertende Sprüche gegenüber Kakashi gebracht. Da habe ich schon gesagt, Bruder, schalt ein paar Gänge zurück, das wird nie gut für dich ausgehen. Und ich hoffe, ganz ehrlich, also ich denke nicht, dass Naruto Haku irgendwas tun wird. Das Beste, was ich mir jetzt gerade vorstellen könnte, wäre, dass Naruto auf ihn zugeht, in nächste Folge, Naruto geht auf ihn zu und gibt ihm eine fette Umarmung. Und gibt ihm einfach eine fette Umarmung. Das wäre so der Wunsch irgendwie von mir, dass die Traumfolge wäre so. Wisst ihr, was ich meine? Das Beste, was ich mir vorstellen könnte, so eine Umarmung. Und Haku merkt, es gibt noch andere Leute, die sich entweder um mich sorgen, die mich wahrnehmen, die irgendwie für mich da sind oder die mich akzeptieren, die, keine Ahnung, whatever, dass er einfach mal wieder so Menschlichkeit, Nähe spürt oder keine Ahnung was. Und vielleicht kann Haku umgedreht werden. Der ist ein Guter. Der ist mächtig, ist ein Guter. Vielleicht kann der umgedreht werden. Ich weiß es nicht. Wäre cool.
Das wäre so der Wunsch von mir. Und Freunde, wisst ihr, wer auf jeden Fall in dieser Folge einen richtig geilen Auftritt hingelegt hat? Sakura wieder mal. Sakura war in der Folge mal wieder geil, Alter. Sie hat echt gut gekämpft, fette Szenen gehabt. Wow. Ich glaube, Blue Talk, sie war kein einziges Mal da, oder sie war kein einziges Mal da einfach. Also, wie gesagt, ich mag sie nicht so doll, aber sie bekommt aber auch keine Sendezeit so. Sie bekommt keine Sendezeit. Ich wünsche mir echt eine Folge, wo meinetwegen nur Sakura drin ist. Ich glaube, ich würde sie danach mögen. Weil sie hat nur so wenig Sendezeit bekommen bis jetzt und immer macht sie irgendwas Komisches, Dummes und macht nur. Oh. Ja, Naruto, jetzt kämpf doch! Das ist alles, was ich von Sakura kenne. Und dass sie in Sasuke verliebt ist. Das sind ihre Charaktereigenschaften. Wow. Also ich hoffe, dass da ein bisschen noch nachgelegt wird. Ansonsten, Freunde, bin ich gerade voll im Film. Macht übel Spaß, mit euch hier zu gucken. Und es geht jetzt langsam wirklich los, Leute. Es geht jetzt langsam wirklich los. Ich muss sagen, es gab eine kleine Dürrezeit. Folge 8 bis 12 war ein bisschen slow. Aber ab 13 ging es richtig los jetzt. Ich bin gespannt, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall leider erst nächste Woche, ja, Freunde. Ich habe es extra aufs Wochenende gelegt, Freitag, Samstag, Sonntag, weil ihr da ja auch am ehesten Serien guckt, denke ich. Deswegen habe ich die auf das Wochenende gelegt. Aber wir sehen uns dann ja am Dienstag wieder mit Haus des Geldes und am Montag ja mit Krass Klassenfahrt. Also haben wir tatsächlich. Ich habe den Uploadplan mal gecheckt, Freunde. Montag Krass Klassenfahrt, Dienstag Haus des Geldes, Mittwoch Krass Klassenfahrt, Donnerstag Haus des Geldes, Freitag Naruto und Krass Klassenfahrt, Samstag Naruto, Sonntag Naruto. Also jeden Tag zumindest eine Serie, die hier irgendwie läuft, Leute. Das ist cool. Das finde ich fucking cool. Also Freunde, ich hoffe, ihr feiert das auch. Wir sehen uns also spätestens morgen wieder mit Krass Klassenfahrt. Ansonsten Dienstag mit Haus des Geldes. Ich hoffe, ihr habt Bock. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt fresh so wie immer und ciao.